Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, ich bin back. Ich war eine Woche im Urlaub. Die hat mir sehr gut getan. Man keine Bildschirme, man nicht gezockt und so weiter. Von daher gibt es einige wichtige Ankündigungen, denn wir haben gerade Montagabend und morgen geht's rein in Burning Crusade Classic, Leute. Endlich, nach all den Jahren, können wir endlich wieder in dieses Spiel rein, wo ich persönlich auch schon so lange warte. Das wissen viele von euch auch. Und in dem heutigen Video möchte ich euch mal so ein bisschen meine Pläne für Burning Crusade Classic vorstellen, was ich erreichen möchte, was ich schaffen will, was ich so vorhabe, was ich auch auf Twitch geplant habe. Ich denke, es macht einfach Sinn, euch mal so einen kleinen Überblick zu geben. Außerdem möchte ich heute zwei Dinge ankündigen, und zwar einmal die Livestream-Plan für die kommende Woche. Und zwar werde ich ab morgen um 8 Uhr auf Twitch live sein und dann gehen wir quasi morgen Nacht gemeinsam in den Release von Burning Crusade Classic rein. Und ich denke mal, ich werde so bis um 3, 4 Uhr machen, je nachdem, wie man reinkommen wird in die Server. Keine Ahnung, ob es Warteschlangen geben wird auf deutschen Servern. Keine Ahnung. Und dann werde ich die komplette Woche jeden Tag live sein. Wahrscheinlich rund um die Uhr wird es quasi bei mir Action geben auf Twitch. Von daher, wenn ihr da noch nicht am Start seid, ja, checkt gerne mal meinen Kanal ab. Alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und es wird natürlich auch die eine oder andere Sache zu gewinnen geben. Ich werde wahrscheinlich so ein bisschen Battle.net-Guthaben rausballern. Von daher, das sollte sich auch für den einen oder anderen lohnen. Wo wir gerade von Battle.net-Guthaben bzw. Game Time sprechen, Leute, möchte ich auch hier in eigener Sache an der Stelle mal meinen neuen Partner Gamivo vorstellen, mit dem ich jetzt wahrscheinlich in den kommenden Monaten zusammenarbeiten werde. Und zwar, Gamivo ist quasi eine Plattform, wo man digitale Game Keys, also auch Game Time für World of Warcraft quasi kaufen kann. Und ich finde es einfach eine mega Geschichte, weil ihr könnt mich quasi darüber supporten, ohne irgendeinen Cent auszugeben, sondern ihr spart quasi sogar noch Geld bei der Geschichte, wenn ihr quasi euer WoW-Abo dort einfach einkauft. Und ich will das gar nicht jetzt mega fett euch erklären, einfach nur mal ganz kurz, es ist quasi einfach eine Seite, da geht man einfach drauf, guckt, okay, gibt quasi, also das habt ihr hier quasi hier schon eingeben, WoW, und da guckt man hier einfach, okay, wo gibt es denn hier gerade gute Angebote, ihr müsst immer nur darauf achten, ihr müsst quasi die EU Battle.net-Codes euch kaufen, dann könnt ihr quasi hier draufklicken und dann seht ihr quasi hier unten auch so einen Vergleich und die Seite, und das finde ich ganz cool eigentlich, die sucht für euch immer die aktuell besten Angebote heraus, ja, und dann könnt ihr quasi hier gucken, okay, für 22,70 € könntet ihr hier 60 Tage Gametime kaufen und ich habe mir das auch mal ein bisschen genauer angeschaut tatsächlich, mit meinem Code, ja, und zwar der steht hier oben, da. Mit minus 3% könnt ihr quasi auch nochmal rechnen, aber ihr müsst quasi meinen Affiliate-Link verwenden vorher, sonst geht mein Code nicht. Das heißt, auf die 22,70 € kommen nochmal minus 3% drauf, beziehungsweise runter. Und ich habe ausgerechnet, ihr landet dann ungefähr bei 11 € pro Monat, kann man sagen, wenn ihr quasi direkt 60 Tage Game Time kauft. Und das könntet ihr auch über den offiziellen Shop von Blizzard, allerdings nur, wenn ihr da 6 Monate direkt abonniert. Das heißt, ich habe das auch lange da nicht, mich nicht mit beschäftigt, habe immer auch irgendwie bei Blizzard so ein Abonnement abgeschlossen. Fand es aber ganz interessant, man kann quasi hier jeden Monat 2 € sparen, kann man sagen, wenn man das einfach über die Geschichte hier macht, ohne quasi direkt die 6 Abo-Monate bei Blizzard abschließen zu müssen. Von daher, ihr spart quasi jeden Monat 2 €. Das ist ein halber Döner, ja, Leute. Von daher, gönnt euch. Der allererste Link in der Videobeschreibung ist quasi direkt mein Affiliate-Link. Dort könnt ihr mich quasi supporten. Einfach hier quasi einkaufen, die 60 Tage. Ich werde das wahrscheinlich auch die Tage mal machen. Mir selber auch mal gönnen. Und dann ganz wichtig noch, den Code die Pfeiler X quasi eingeben, dann bekommt ihr nochmal 3% Rabatt auf euren Einkauf. Und ja, finde ich eine sehr coole Geschichte, gerade für kleinere Leute, so wie ich, die noch so am Anfang sind. Ist es einfach cool, weil ihr habt einen Vorteil davon, ihr spart Geld, ihr könnt mich supporten. Die Firma hat auch so gesagt, okay, es geht auch ein bisschen darum, so wie viel Traffic kommt rein am Anfang. Von daher würde das auch echt korrekt von euch sein, wenn ihr quasi eure Game Time hierüber kaufen würdet. Ich wollte euch einfach mit dem heutigen Video natürlich auch
meinen Streamplan und die Partnerschaft vorstellen, aber eben auch ein bisschen drüber reden, was ich mir so persönlich für Ziele gesteckt habe für Burning Crusade. Und zwar das allererste, ich bin jetzt quasi einfach in einer ganz normalen Gilde drin und ich helfe da einfach, das zu organisieren. Und da sind mega viele nette, korrekte Leute drin und ich freue mich einfach drauf, so gemeinsam mit denen WoW zu spielen letztendlich auch. Nicht nur im Stream, sondern auch off-Stream, kann man sagen. Und wir wollen den kompletten PvE-Content clearen in Burning Crusade. Und das möchte ich auch sehr gerne, wobei es persönlich, da können wir schon mal direkt das erste Ziel ansprechen, mir vor allem darum geht, Illidan einmal zu klatschen. Das ist so mein Personal Goal irgendwie, dass ich einfach Illidan einmal besiegt habe. Wie gesagt, ich habe in Burning Crusade noch nie vernünftig geradet, kann man sagen. Ich habe das originale Burning Crusade zwar auch gespielt, aber da habe ich nur Karazhan und Ghul geradet. Und alle anderen PvE-Raids kenne ich quasi gar nicht. Von daher, gerade auf dem Black Temple, also freue ich mich mega. Illidan ist für mich so eine Ikone in WoW einfach irgendwie und die Warglaives, einfach so eine geilen Waffen und das ganze Feeling vom Black Temple ist einfach so gigantisch irgendwie. Wurde für mich, obwohl ich selber nie geradet habe, von außen her gesehen nie wieder an einem Raid erreicht irgendwie. Und da freue ich mich sehr drauf. Und das ist so eins meiner Hauptziele im PvE. Auf jeden Fall einmal Illidan klatschen mit der Gilde, in der ich jetzt gerade drin bin. Dann das nächste Ziel wäre einmal Gladiator zu erreichen in der Arena. Und hier möchte ich jetzt auch nicht irgendwie zu viel versprechen oder zu viel irgendwie so als krasser Arena-Spieler darstellen, denn das bin ich nicht. Ich habe sehr lange keine Arena mehr gespielt. Es gibt sehr viele Leute, die auf etlichen Servern Arena gespielt haben in den letzten Jahren. Ich denke, die Arena-Meta wird sehr, sehr schwitzig, wie man in Fortnite sagen würde. Also die wird sehr anstrengend, da werden sehr, sehr viele gute Spieler unterwegs sein und es wird nicht einfach, den Gladi-Titel zu erreichen. Genau, also das sind so meine Ziele, die ich eigentlich in Burning Crusade anstrebe. Also einmal Illidan umklatschen und einmal quasi Gladiator in einer Season erreichen. Ich mache mir da gar nicht so Druck, ich freue mich einfach generell mega auf die Arena. Und einfach auch, ich werde zwischendurch auch Skirmishes machen. Ich werde WGs natürlich machen, weil man vor jeder Season immer natürlich auch Ehre farmt mit PvP-Gear. Und das sind aber so meine Hauptdinge, die ich einfach in Burning Crusade erreichen möchte. Und in meinen Streams muss man mal schauen. Ich versuche immer quasi, wenn ich Arena spiele, dass ich dann auch live bin auf Twitch. Ich glaube, so gerade die PvP-Spieler unter euch, die interessieren sich vor allem für die Arena, denke ich mal, fürs Arena-Gameplay. Das finde ich persönlich auch am spannendsten irgendwie. Und das ist ja dann auch schon ein bisschen Richtung E-Sport irgendwie. Ja, und ich bin schon ein ganz guter Schurke so. Ich glaube, ich kann schon ein bisschen was machen, aber wir müssen einfach mal gucken, ja. Und deswegen ist gerade so in Planung, ich werde vermutlich das auch noch mal ein bisschen ändern. 5-mal die Woche live gehen oder 4-mal, mal schauen. Da bin ich gerade noch ein bisschen am Gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich abends oder vormittags live gehe. Da könnt ihr vielleicht auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ich werde mir das natürlich letztendlich so mir das einrichten, dass es mir gefällt. Aber ich schwanke momentan zwischen 10 Uhr bis so 14 Uhr oder 19 bis 23 Uhr. Also entweder vormittags oder abends. Eins von den beiden Zeiten peile ich momentan an. Da gibt es gerade noch mal so ein paar kleinere Veränderungen, weil sich einfach bei mir privat auch ein paar Dinge ändern gerade. Deswegen, das ist so ein bisschen, noch nicht geklärt, sage ich mal. Von daher schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so denken würdet, wann ihr das so feiern würdet. Ich muss mich aber natürlich auch ganz klar auch nach meinen Arena-Partnern richten, wann die natürlich Arena spielen können, weil die brauche ich natürlich auch in der Arena. Genau, das wird so mein Hauptcontent sein. Und unabhängig von der Arena, wie gesagt, habe ich mich auch, dadurch, dass ich jetzt auch wieder PvE machen werde, nach jetzt gut einem Dreivierteljahr kein PvE mehr oder einem halben Jahr, dass ich auch die Raids wahrscheinlich wieder streamen werde. Das werde ich aber nur machen, wenn ich abends live gehe, weil wir natürlich abends raiden mit der Gilde. Und das würde mich auch mal interessieren an der Stelle. Würdet ihr es cool finden, wenn ich die Raids übertrage auf Twitch oder nicht? Was wäre da so eure Meinung? Ich meine, ich bin der einzige Schurk im Raid bei uns. Wir haben echt einen guten Raid, würde ich sagen, aufgebaut vom Roaster her. Wir haben da schon ein sehr gutes Setup am Start. Von daher könnte es, glaube ich, auch interessant sein, wie sich dann so ein Schurke in Burning Crusade schlägt, weil alle sagen, jo, Schurke ist schlecht, macht keinen Schaden mehr, bla bla. Wir werden es herausfinden. Von daher schreibt mir auch gerne mal, was ihr davon haltet, von dem Plan, auch wieder so ein bisschen mehr PvE auf Twitch euch zu zeigen.
Ja, und bei mir wird es jetzt auch die nächsten 2 Jahre nur WoW geben, Leute. Ich bin all in Burning Crusade. Ich bin todeshyped und es wird keine anderen Games geben. Von daher, bei mir könnt ihr euch wirklich auch only WoW Content freuen. Ja, das waren eigentlich so meine Ziele und mein Plan für Burning Crusade. Ich werde natürlich mit dem Schurken reinsuchten. Ich werde nur Schurke mit O spielen. Ich habe mich davon verabschiedet, irgendwie andere Klassen noch zu spielen nebenbei. Das werde ich zeitlich wahrscheinlich nicht mehr hinbekommen. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick in meine Pläne für Burning Crusade geben. Und freue mich mega auf den Release morgen, Leute. Ja, seid am Start morgen. Ab 8 Uhr sind wir live auf Twitch und werden den ganzen Abend feiern und dann irgendwann um 0 Uhr hoffentlich endlich durch das dunkle Portal in die Outlands schreiten. Und dann, Leute, geht die Party richtig ab, ja. In dem Sinne würde ich sagen, Leute, checkt den Link unten ab, Leute. Gönnt euch heute nochmal die Gamivo Game Time hier. Supportet mich. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Euer Die Pfeiler. Ciao, ciao.